Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Trice Fusion mit Pada und Little Andy und mir, dem Mushroom. Ha! Geil! Oh. So, wieder mit Kollegen. Oh nein. Erster Schritt gleich mit Rabbit. Ist meine Motivation schon direkt wieder im Keller. Du darfst solche Strecken nicht als erstes nehmen. Aber die hört sich cool an. Playground 2 und das Thumbnail ist cool. Ja, aber da habe ich schon wieder gar keinen Bock, eine zweite Folge aufzunehmen. Reicht mir schon für die erste. Nur mal so als kleiner Tipp, wie man Leute motiviert und so. Ne, kann dir vielleicht im Leben auch genau weiterhelfen. Na, fick dich doch einfach. Nicht immer den Assi spielen, sondern auch mal den gutmütigen Samariter. Nee, du hast gesagt, ich bin der Assi Arnold und jetzt bin ich der Assi Arnold. Ach, stimmt, ich hab's gejinxt. Ja. Verdammt. Tut mir leid, liebe Welt. Oh shit, einfach mal wieder runterfahren. Das ist ein Monster erschaffen. Wo bin ich schon wieder? The Beast Inside Us. Ach klar, wenn man runterfällt, fällt man direkt vom Start wieder an. What? Noch kein Checkpoint oder was? Ne. Okay. Ach was, Pada hat schon zwei Fehler gehabt? Ja, aber da habe ich auch am Anfang, das war am Anfang. Okay! So mit dem Motorrad, das ist immer so schön leise. Ja. Boah, das war knapp! Oh, scheiße! Ach, klar! Ei. So, das wollte ich erzählen, durfte es gerade nicht. Achso, Horrorfilm. Ich habe gestern mal wieder seit langem einen Horrorfilm geguckt. Und der war auch seit langem richtig gut, muss ich sagen. Der hieß 30 Days of Night. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch ja, kennt. Ja, kenn ich. Kennst du den? Mhm. Der ist irgendwie von 2007 hier mit Josh Hartnett. Und das ist der in der Arktis, gell? Wo? In Alaska. Ja, Alaska, genau. Sorry, genau, Alaska. Da ist es 30 Tage im Jahr dunkel. Aber nur an einem bestimmten Tag, ne? Oder? Einen bestimmten 30 Tage, einen bestimmten Tag. Ja, richtig schlauer Arnold, ja. Mhm. Ja, ich sag jetzt mal nichts zu. Genau. Also da ist es 30 Tage im Jahr dunkel. Ich lasse die Aussage so stehen. Und in den 30 Tagen kommen Vampire. Ja, genau. Ja, also ist sehr, sehr blutig, teilweise sogar ein bisschen overacted, finde ich. Aber das liegt, glaube ich, am Alter des Films. Aber sonst ist er sehr, sehr geil und spannend. Ich fand ihn auch gut gemacht, so. Ja. Vampire waren ein bisschen anders dargestellt, als die man sonst kennt, fand ich. Ja, das stimmt. Weil die auch so eine komische Sprache gelabert haben. Habe ich mir übrigens zum, weil ich es mal ausprobieren wollte, auf YouTube ausgeliehen. Für Kohle. Auf YouTube? Ja, das kann man jetzt. Man kann sich da Filme ausleihen, wie bei Amazon. Aha, was für ein Dienst ist das? YouTube, Filme. Oh, okay. Also du gibst quasi den Film, kannst ja nachher mal ausprobieren, zählt dir jetzt auf Night zum Beispiel in einer YouTube-Suche ein und dann steht dann da ausleihen. Aha. Für, keine Ahnung, 2,99 oder sowas. Und dann leistest du den ganz normal aus und dann entweder mit PayPal oder mit Kreditkarte. Ah, okay. Und dann hast du den auf deinem Konto sozusagen und kannst den 30 Tage lang gucken. Das ist ein geiles Angebot. Und sobald du den angefangen hast mit gucken, also wie bei Amazon auch. Dann halt, läuft die Zeit halt, ne? Dann läuft die Zeit, da hast du 48 Stunden Zeit, ja. Den zu schauen. Boah, ich krieg grad überhaupt nicht geschissen hier. Mann, scheiße, nein. Schon wieder hingelegt, ey. Ist ja voll geil. Wie seit wann haben die das? Nicht mehr, ist nicht erster Kurs, oder? Und nicht ja, so lange. Das ist schon ein Jahr ungefähr. Nee. Doch, das habe ich schon öfter gesehen. Nee. Dass man Filme leihen nicht, kann? Dass du dir Filme ausleihen kannst. Doch, safe. Echt? Damn. Da habe ich mich nämlich schon vor längerem mit jemandem drüber unterhalten, der gesagt hat, das gibt's noch nicht lange. Aber die haben halt irgendwann erst angefangen, das auf der Startseite zu promoten. Okay. Also, gibt schon ja, länger. An sich eine coole Sache. Ja, wird auf jeden Fall so Streaming-Dienste wie Amazon Prime und sowas eine ganze Ecke Konkurrenz machen. Ja, ne? was für Filme haben die denn? Hast du das schon mal so geguckt? Ja, auch aktuelle, also im Prinzip auch, denke ich mal, also ich habe jetzt noch nicht explizit nachgeschaut, aber ich würde mal davon ausgehen, auch so ein Angebot Andy, schafft es, glaube ich, wie Amazon oder sowas. Ich wäre also auch stehen geblieben von der Aktualität. Alles halt. Cool. Ne? Was ich meine? Ja. Und das Geile ist halt, du kannst halt, weil. Keine Ahnung, du schaust dir einen Trailer an von einem Film auf YouTube und daneben kriegst du gleich den Film angeboten zum Ausleihen oder was raffiniert. Ja, das ist, also ich denke mal, das wird ganz schöne Konkurrenz für Amazon werden. Ja, ja, also, die klar. Haben jetzt auch dieses YouTube Premium. Ich weiß ja. Nicht, ob da schon einige Filme mit reinfallen, aber wenn das auch so ein Amazon Prime-Verschnitt wird, dann
kann ich mal Amazon Frage. Und Netflix warm anziehen, würde ich sagen. Mit YouTube Premium haben die Nutzer ja keine Werbung mehr, also die YouTube Premium haben. Ich weiß, genau, ja, ich glaube es schon. Keine Ahnung. Wie genau also wirkt sich das denn auf die Content Creator aus? Also wir kriegen einen Teil davon ab. Okay. Vielleicht kriegt der Welt ja trotzdem irgendwie bezahlt, halt wegen den Klicks, keine Ahnung. Der kriegt das schon bezahlt. Oder er ist halt nicht von generell Werbung, schon hat einen Spenden. Von den Werbetreibenden dann, sondern von den YouTube-Rebenden Zeitenden. Wahrscheinlich hat er eh also dann einen Sondervertrag mit YouTube. Der geht dabei nicht leer aus. Meinst du nicht auch, dass halt er irgendwie... Das war die Frage, die ich mir gestellt habe, wie ich es das erste Mal gesehen habe. Okay, cool, aber der YouTuber lebt ja auch teilweise oder zum Großteil von der Werbung. Ja, meinst du nicht auch, dass er mit YouTube da einen speziellen Vertrag hat, dass er dann bei YouTube Premium dann Videos anbietet? Weiß ich nicht. So wie bei YouTube Red oder so. Ja, dass YouTube sagt, hey, pass auf, du bist ein cooler Creator, machst coole Videos, wir geben dir, keine Ahnung, so und so viel Prozent oder irgendwas und du machst jetzt Videos für YouTube Premium. Ja, kann ja sein, dass sowas geben wird. Oh shit, Alter, was ist das für ein Scheißspruch? An sich finde ich die Sache nicht schlecht. Bin mal gespannt, wie, ob es auch wirklich so genutzt wird. Ja, das ist halt die Frage, ne? Weil dieses Weil andere, das Problem ist dieses andere Beispiel, YouTube wird dann nicht genutzt, also kaum was genutzt. Was ich zum Beispiel jetzt bei diesen Filmausleihgeschichten noch nicht geil finde, ist, dass man zum Beispiel die Sachen nicht runterladen kann, ne? Das kannst du halt, wenn du... Ja, das finde ich auch jetzt, scheiße. Wenn du jetzt bei Amazon... Also du kannst ja YouTube-Videos an sich, kannst du ja mittlerweile runterladen. Von YouTube dass, aus. Dass du sie offline dann angucken kannst, oder wie? Genau, dass du sie so vorausladen kannst. Ja. Ist es nicht auch ein Teil von YouTube Premium? Nee, das kannst du, egal ob YouTube Premium oder nicht. Ah, das ist nice. Und bei den Filmen, wenn du die Auszeit gehst, geht das aber nicht. Aber wenn das, das ist scheiße. Wenn ich zum Beispiel im Zug bin oder sowas, dann leih ich mir gerne meinen Film von Amazon Prime aus. Ja, richtig, das ist doch gerade das Geile. Lad mir den runter und schau mir den im Zug an, das geht dann halt an der Stelle nicht. Also das, da muss auf jeden Fall noch was kommen, finde ich. Ja, das finde ich aber auch. Sonst ist das schon mal eine geile Idee. Das nutze ich so bei Netflix. Das, schade, dass das nicht bei allen Filmen geht. So diesen Film runterladen oder diese Serie, lädst du ein paar runter davon. Und dann schaust du während der Zugfahrt oder so an oder auf der Reise, keine Ahnung. Alter, was ist denn hier los? Ja. Das muss noch kommen. Auf alle Fälle. Also ihr könnt euch diese Folge Try jetzt hier auch gerne runterladen, liebe Freunde und Zuschauer. Und offline im Zug anschauen. Und löschen direkt. Und direkt erstmal melden. Die Offline-Views werden übrigens auch nachgeneriert. Das finde ich auch geil. Wie machen das heißt, die das? Die schauen, wie viele Downloads es sind und dann... Also man kann das jetzt nur über einen YouTube-Player runterladen, wie über iPad-App oder sowas, ne? Also die YouTube-App oder sowas. Ja. Und da kannst du, genau, und sobald der Nutzer das nächste Mal online ist, werden die Views automatisch das speichert es also irgendwie ab, okay. Ja, ja. Oh, leck, jetzt ganz, ganz langsam. Interessant. Oh, ganz langsam. Wartest du, Mushroom? Ja. Oh, komm. Oh, ich hab diesen einen Sprung nicht. Ja, ich verstehe auch hier, hier ist es scheiße, hochzukommen. Also die letzte Schräge ganz, ganz, ganz langsam hochfahren. Die allerletzte Schräge. Hast du gesehen, bei Netflix ist Prince von Bel-Air jetzt erhältlich. Ah ja. Ja. Ah, das ist aber auch eine Serie, die kann ich mir irgendwie nicht mehr angucken. Echt nicht? Ich schaue sie mir erst mal an wieder. Das ist mir schon wieder zu trashig. Ja, ich find's geil. Ja, schon geil, aber... Nee. Zurzeit habe ich nichts anderes. Wow! Hast du Conjuring 2 angeschaut? Ja. Hast du gesehen, dass die Nonne aus diesem Film einen eigenen Film bekommt? Nee. Aber macht Sinn. Ja, die Nonne, also, du meinst diese Teufelsaustreiberin, oder wie diese, oder meinst du? Dieser Dämon. Meinst den Geist, Dämon. Dieser Nonnengeist halt. Ah ja, genau. Dann müssen wir mal ganz kurz, war jetzt noch woanders. Ich hab den neuen Insidious habe ich noch nicht gesehen, The Last Key oder wie der ich heißt. Ich habe noch gar keinen Insidious gesehen. Oh, die lohnen sich. Echt? Ja. Da muss man auf Netflix mal angucken. Aber den neuen habe ich noch nicht gesehen, also da kann ich auch noch nichts zu sagen.
Oh, die Alten fahr durch. Die Alten waren geil. Recht durchfahren? Ja, also von mir aus ja. Wie viele Teile gibt's da? Das ist auch eine eklige Stelle hier. 3, glaube ich. Die habe ich mit Einhängen gemacht. Ja, habe ich eben auch schon ein paar Mal probiert, aber so richtig. Ja, bist du zwischendurch stehen geblieben, Arnold, oder? Ja, hier bin ich, okay. Hier bin ich stehen geblieben. Ja. Jo. Genauso. Genau so. Also die Insidious-Teil. Oh, der war gut. Der war gut, hättest du jetzt Salto gemacht, hättest du geschafft. Ja, Andi! Schön! Oh, hättest bremsen müssen, wenn du so vorfährst und so auf der. Ah, oh, schon durch, alles klar. Ja, ja. Hättest bremsen müssen. Schade. Fahr durch, ne? Ich werd gar nicht gefragt. Fahr durch, ja. Ja, ja. So Filme und so. Streaming-Dienste. Das ist halt das. Die Zukunft einfach. Früher waren es die Videotheken. Und dann kam Maxdome. Aber Maxdome hat eigentlich so eingeschlagen wie Netflix oder so. Alter, wollt ihr mich verarschen? Alles klar, ich bleib mal stehen am Start, ne? Ja, alles klar, wie soll ich denn da hochkommen? Warum war denn der Panda zu weit? Das kann ja gar nichts werden. Hä? Ja, aber wie? Ich fahr mal ein bisschen rückwärts. Hab ich schon versucht, bringt nichts. Kommt nichts? Okay. Nee. Okay, ich verstehe das nicht. Vater, man hört dich nicht, falls du was sagst oder so. Bin gleich wieder da. Okay. War das geflasht? Nee, ich hab keine Ahnung, wie ich da. Naja, also wenn du komplett zurückfährst, dann crashst du. Okay. Ja, aber wie krieg ich denn da den Schwung hoch zu dem oberen Teil, Mann? Kann es sein, dass hier auch wieder so ein Workshop-Objekt fehlt oder so? Oder so ein Season-Pass-Objekt hatten wir ja schon mal. Aber ich hab doch den Season. Oh, Alter, da bin ich jetzt hochgekommen, aber. Ja, aber wir hatten ja schon mal Maps, die im Multiplayer verpackt waren. Das stimmt. Der Röhre bei Tethys, wenn du dich erinnerst. Ja, das stimmt allerdings. Und ich sehe keine Möglichkeit. Vor allem, wenn du da oben bist, dann musst du ja waagerecht stehen bleiben, um da drauf zu bleiben. Wie willst du denn den zweiten schaffen? Boah, Alter, ich könnte es mir vorstellen, wie das gehen könnte, aber. Nee, das krieg ich auch nicht hin. Alter, okay, nee. Na, warten wir kurz, bis Pater wieder zurück ist und dann brechen wir diese Map ab hier. Das geht ja gar nicht. Keine Ahnung, das ist schwer. Das hätte ich jetzt auf extrem gesetzt. Da, schon wieder. Er muss irgendwie an der Wand hochfahren. Also ich habe schon Videos gesehen, wo einer senkrecht eine Wand hochgefahren ist. Also das ist schon möglich. Also hast du das gerade gesehen? Ah. Nee, aber da fehlt mir oben der Schwung. Vielleicht ist es durch eine, so eine Map, die früher durch einen Bug funktioniert hat. Möglich. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, dass man sich hier hochgeglitscht hat. Genau, dass du quasi, keine Ahnung, fährst mit dem Vorderrad ran und dann sind wir nach oben. Ja, schon wieder. Kann man so leicht schön hoch, aber da fehlt halt's am Ende. Nope. Das ist ja doof. Einhängen funktioniert auch nicht. Nee, da kommst du ja auch nicht so weit, ne? So. Nee, der kommt halt der Kopf dazwischen. Aber ich habe mir halt gerade gedacht, so vielleicht mit dem Hinterrad ran, dann hochziehen oder dann die senkrechte hochfahren, aber das schafft man nicht. Er rutscht ja auch immer ab, auch wenn ich bremse. Obwohl ich auf Bremse drücke, rutscht da runter.
Nee. Ja. Nee. Nein! Okay, warte, jetzt habe ich noch eine Idee. Oh, hast du es jetzt gesehen? Weil, nee, das kann auch nicht funktionieren. Der wird vielleicht sein gehängt, bitte. Nee. Oh. Also da dürft ihr uns gerne ein paar Tipps in die Kommentare schreiben, wenn ihr wüsstet, wie das geht, aber weil ich sehe jetzt da keine Möglichkeit hochzukommen. Padermann, Otze. Lame. Ja, Andi, was machst du jetzt so in deiner schulfreien Zeit? Führerschein. Bisschen chillen und so? Ja, Führerschein. Führerschein. Bald kriege ich meinen neuen PC. Geil. Ah, eine Sache habe ich, wie es funktionieren könnte. Okay, wie? Du bist mit dem Vorderrad da oben drauf und mit dem Hinterrad noch an der Senkrechte und dann gibst du Gas. Das schaffst du einmal in 1000 Mal. So, da bin ich wieder, sorry Leute. Ja. Also wir sehen da keine Möglichkeit, da hochzukommen. Ja, dann hör auf. Oh je, was für eine scheiß Map. Adam, bist du früher auch so in Videotheken gegangen? Ja. Ich hatte sogar einen Freipass von meinen Eltern, dass ich in den 18er-Bereich durfte. Was? Ja. Hast du dir dann so Tittenvideos angeholt? Nee, da habe ich mir PlayStation-Spiele ab 18 ausgeliehen. Alter. Das ging sonst nicht. Ah, das war immer geil, ey. Ich bin immer am Freitag hingegangen. Aber dann Filme oder Spiele ausgeliehen. Und dann konnte sie halt übers Wochenende. Ja. Oder ja, was am Samstag hingegangen, genau, Samstag. Ja. Und dann hast du einen Sonntag. Und dann noch ein bisschen vom Montag. Das war der Trick. Noch, als es diese ganzen Swap Magic Card Geschichten noch gab. Was war das? Also. Hä? Was war das? Dass du quasi gebrannte Spiele auf der PS, ach so. PS zocken kannst. Ja. Dann sind wir auch in eine Videothek gefahren, haben die Games ausgeliehen, haben die im Auto noch gebrannt und direkt wieder zurückgegeben. Wirklich im Auto? Ja. Jetzt ist im Auto gebrannt? Am Laptop. Ja. Alter, nice. Wie dreist, ey. Ja, da muss man nicht nochmal in die Videothek fahren. Oder was? Und wie hat er das dann zurückgebracht? Oder hat er direkt was zurückgegeben und der Typ wusste ganz genau, was wir machen. Und er hat das immer schon so angelächelt, als wir da reingekommen. Sag mal, da ist schon wieder die. Oh fuck, Andi, Mann. Ich kann da gerade nicht hochkommen. Die Kriminellen. Ja. Ja. Ja gut, das haben die meisten gemacht damals, weil es halt so neu war. So, oh geil, man kann sich Sachen umsonst ziehen. Fuck, Mann. Hat auch nicht immer funktioniert, muss man sagen. Also, es hat auch nicht bei jedem Spiel geklappt. So, Arnold, dass du da hängst, ist und schon du hast halt ja, übel! Die Konsole dabei kaputt gemacht. Ja, das musste man halt dann riskieren, ne? Ja. So, jetzt stehe ich wenigstens gut. Ich habe mir damals extra noch in Frankreich bestellt, diese Scheiße. Ich habe mir damals auch noch God of War bei eBay in Italien bestellt, weil das in Deutschland verboten war. In Teilen oder Italien? Italien. Ach so. Also der erste Teil von God of War, der war in Deutschland initiiert. Den musste ich damals in Italien bestellen, ja. Aber wieso habe ich dann spielen können? Ja, der ist dann später, wurde so, er haben Sie gegeben. Okay. Aber am Anfang wurde er initiiert. Weil zu brutal und so, weißt du? Ja, natürlich. Also heutzutage
kein Problem mehr. Damals, in der Firma abgefallen überleg ist, mal. Wurde schon indiziert. Doom 1 wurde indiziert. Ja. Und das neue Doom nicht. Nicht mal gecuttet. Ja, das hat sich ganz schön gewandelt, muss man sagen. Ja, finde ich aber gut. Alter, das ist nicht dein Ernst. Wie? Oh, so. Oh shit, oh, oh shit, ah! Ja, die Stelle, wo Pada ist, fand ich auch jetzt scheiße. Nein. War das das Ziel, Jungs? Nein. Aber ich kann nicht, doch. Ich kann, stopp. Nein, ich flieg! Alles gut. Andi, jetzt ruhig. Ja. Ja. Ah! Moment. Lehn dich gleich nach vorne. Gleich nach vorne? Ja, also erst wenn du drauf bist halt. Nach der Folge muss ich übrigens schon wieder Feierabend machen. Was? Ja. Ist kein Problem. Ich mach mit dem Hund raus. Der Arme, ey. Der geht wahrscheinlich voll ein bei der Hitze. Nö, hier geht's. Hier hat's gewittert heute. Ja, bei uns auch. Also der spült draußen wie sonst was. Bei uns immer noch. Regnet immer noch. Ja. Geil. Ja, ich find's gut, wenn es regnet mal. Aber ich mag's lieber, wenn es am Abend regnet. Doch Abend. Ja, ich meine in der Nacht. Wenn ich dann, wenn ich zu Hause bin und nicht mehr unterwegs bin oder so. Als Maul. Oh, kannst direkt abbrechen. Ach so, ich dachte, man muss auf diesen Riesenklotz da oben drauf, aber das ist es ja nicht. Ey, was ist hier los irgendwie? Jetzt rein, wenn ich über diesen Ministein auf die Rampe komme. Ich fahr einfach unten lang. Scheiße, man crasht. Ja. Ist auch einer versucht. Ich. Hast mir nicht geglaubt. Ich mag die Map nicht, hier ist keine Musik. Oh, fast konnte ich mich einhaken. Hoppa. Was glaubst du, warum so Streaming-Dienste wie Amazon, wie Maxdome nicht so erfolgreich waren oder sind wie Netflix? Weil es viel zu teuer ist. War. Oder was gab's da noch? Da gab's noch andere Sachen. Weil Netflix einfach mit Marvel krasse Exklusivpartner hatte. Ich glaube auch, ja, das ist Maxdome so an diesem... war viel zu teuer damals. Weiß ich noch, das hat zwar so... dieses Premiere-System, wo du so Pakete buchen konntest und ja, das dann immer nur innerhalb der einzelnen Pakete verfügbar war und so ein Gelumpe, das war alles scheiße. Da gab's doch noch was, irgendwas gab's dann noch, was dann aber auch ganz schnell verschwunden ist, ja egal. Kinox? Fuck. Kinox, ja genau. Fuck. Ich glaube auch, dass Netflix deswegen so erfolgreich war, weil es halt seine Exklusivtitel hatte. Gute Exklusivtitel. Ja, ist bei Amazon genauso. Bei Amazon hast du halt den Vorteil, du hast noch Amazon Music mit dabei. Du hast das ist halt der Vorteil bei Amazon, genau. Weil viele haben eh schon Amazon und deshalb... Ja, genau, als ob ich jetzt auf das Spending... Du hast diese Twitch-Geschichten mit dabei mittlerweile. Hast du damals Premiere gehabt? Oder deine Eltern? Nee. Wir auch nicht. Mein ehemaliger Mitbewohner hat das gehabt hier. Der hat auch nur... Jetzt hab ich's geschafft, Mann! Von der dunklen Seite gemacht. Verstehe.
Aber so richtig hat mich das nie gereizt. Also das war für mich immer viel zu teuer. Ich fand's als Kind ziemlich geil, so, weil es halt geiler Shit lief. Aber ich hatte selber nie. Ein Freund von mir hatte das, also seine Eltern hatten's. Was? 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 Ein Kumpel von mir hatte das, also seine Eltern hatten's. Und da lief immer geiler Shit. Aber wir selber hatten's nie. Und irgendwann war Premiere weg und dann kam Sky. Ja. Oder halt aus Premiere wurde Sky. Ja komm ey, was ist das denn für eine Rampe? Ach je. Scheiße! Der Partner muss mit dem Hund raus, verdammt. Ich bin immer viel zu schnell. Und schon wieder zu schnell. Fuck, ist gecrashed, ey. Fuck. Wieder gecrashed. Fuck. Machen wir's doch mal so, ist vielleicht angenehmer. Nein! Komm schon! Das gibt's doch nicht! Alter, diese Stelle hier regt mich auf. Nein! Ja! Und nochmal ein Salto. Oh, geil. Ach was, wohin jetzt? Runter? Wenn ich jetzt verarscht gehe, dann flippe ich aus. Du Hurenkind! Hat er dich verarscht? Ja. Cool. Ich habe auf einen Checkpoint gehofft, aber da oben war keiner. Wie lange brauchst du noch, Andi, bis du deinen Führerschein hast? Eigentlich nicht allzu lang. Ah. Auto oder was? Ja. Der Auto, Andi. Der Auto, Andi. Jetzt macht er auch mal in Real Life Auto. Ja. Autofahren. Nicht nur im Forza. Aber es war eine Zeit, als Autofahren noch Spaß gemacht hat, ey. Ich glaube, das ist mittlerweile schon, keine Ahnung, 300.000 Kilometer, so wie ich gefahren ist in seinem Leben. Oh, jawohl! Schafft. Ist das schon ein ganz anderes Erlebnis. Ja, es kommt immer drauf an, ne? Wohin man fährt. Ja. Das war's, wenn der Karre man fährt. Ah, fuck, ey. Was ist das denn hier? So eine Horror-Map, Mann! Warum versah ich denn jetzt hier? Das ist doch nicht so schwer. Oh Mann, ey! Ich stell mich gerade einfach so doof an. Ich fahr mal runter. Arnold, mach's jetzt. Oh, Wahnsinn! Oh shit! Oh, ja, genau! Und man fängt wieder von hier aus an, Alter. Weck mich doch am Arsch. Bist du bei, du bist jetzt bei diesem Salto Man. Du musst auf dieser kleinen Plattform landen. Ach nee. Ja. Mach kein Salto obvious. Dabei. Versuch, obvious. Ohne Salto da drauf zu landen. Oder mach so wie du willst, Mann. Captain Obvious, deine Mutter ist Captain Obvious. Fuck you, ey. Upsa. Okay, dann doch wieder hier lang. Das kann nicht sein. Hat der Checkpoint erwischt? Tatsächlich? Unfall war das denn? Hey! Okay. Nee. Was ist los? Ich stell mich einfach so doof an für die Map gerade. Die Map ist auch ätzend. Nein, fast. Da vorne ist das Ziel. Ja, genau so.
ist immer... Oh. Ekelhaft! Pada! Hast du meinen Brief bekommen? Ja, hab ich letztens schon gesagt. Echt? Hab ich nicht mitbekommen. Ja. Ich hab dir auch heute schon ein Video davon geschickt, was ich da alles machen werde. Du hast mir kein Video geschickt, du. Doch, ich hab ein Video geschickt. Was hast du mir für ein Video geschickt? Ne, in die WhatsApp-Gruppe habe ich ein Video geschickt. Was du dort machst, hast du mir geschickt. Was ich dort mache, ja. Wann würdet ihr denn kommen? Ich würde euch raten, am Freitag schon zu kommen. Ich weiß es nicht. Wir müssen auch erstmal wegen Hotel gucken. Hotel braucht ihr nicht. Nee, warum? Weil ihr bei uns pennt. Ach so. Na dann. Weiter. Ja, ist ja egal. Also, ich würde es besser finden, wenn ihr am Freitag kommt, dann. Sonst ist es halt so stressig, am Samstag da zu uns zu fahren. Es ist zwar erst um 16 Uhr die Trauung. Aber es ist halt trotzdem stressig, da von Thüringen da runterfahren. Ist das richtig in der Kirche? Nee, das ist ein Standesamt. Okay, weil ich habe Hausverbot in der Kirche. Das war mir klar. Wer kann? Pada Games? Nein. Der darf nicht rein. Der Teufel! Stehst dann vor der Tür und kannst nicht rein, weil du so innerlich verbrennst. Ja, ja, ja. So, ah, das muss ich gerade sagen. Fängt an zu dampfen, der Pader, so, wenn er so drin steht. Geht's ihm nicht gut? Nein! Sie haben keine Macht über mich hier! Das ist eine lustige Vorstellung. Aber wahr, liebe Leute. Aber true story, gell? Ja. Für Piper muss ich halt noch ein Klappbett besorgen, irgendwie. Weil den Assi lasse ich nicht in meinem Bett schlafen. Fuck you! Wieso, der macht wieder nur überall Flecken rein. Übel, ja. Vor allem, wenn er betrunken ist, dann. Ja. Ja, ja, ja. Auch wenn er völlig alleine ist. Ja, ja, ja. Gerade die sind gefährlich, die Typen. Die sauen überall hin, Mann. Da muss er lachen. Ach komm schon, die Map schon auf den Sack, die Map. Oh shit. Ja, das wird witzig. Ja, das denke ich auch. Drauf. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich finde es auch gut, dass du das Ganze auf YouTube streamst, Arnold. Auf Twitch, auf YouTube Premium. Also Leute, holt euch am YouTube Premium, wenn ihr den Stream sehen wollt. Ah, fuck me, ey. Dann wie bei der Royals Trauung noch so ein Kommentator, der alles kommentiert die ganze Zeit. Ja, ich habe Gronkh eingeladen. Ja, so. Und jetzt, was macht sie jetzt? Oh, jetzt. Der Ring steckt, meine Damen und Herren, kennst du die, kennst du die Folge von South Park, wo... Hey, was ist das denn hier? Prinzessin und der Prinz heiraten? Von Kanada? Oder war das nicht sogar im Film? Ja. Wo der auch die ganze Zeit sagt, wo das auch die ganze Zeit kommentiert wird? Oh, keine... Weiß ich nicht mehr. Dann mit so komischen Bräuchen. Und jetzt treten sie sich gegenseitig in die Eier. Das gehört zum Brauch der irgendwas. Ja, Kanadier halt. Richtig gut. Kann ich nur empfehlen. In die Eier treten? Das war die Dungeons and Dragons Folge. Oder? Ach komm, was war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Andi! Ja, bitte. Ach, nichts. Alles klar. Ja, wir kriegen es aber bald mal hin, TDT wieder zu machen. Langsam kriege ich wieder Lust drauf. Ja, ich würde mich auch freuen. Ich werde nicht mal eingeladen. Ja, darum freue ich mich am meisten. Shit! Egal.
Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht mal Sebastian anhauen, ob er jetzt mal Zeit hat. Unter der Woche. Und ob er endlich mal Skill hat. Ob er mal Skill hat. Ich hab lange nichts mehr von dem Jungen gehört. Außer halt aus in WhatsApp, in der Gruppe oder so, aber so. Aber so wie ich gehört habe, geht's ihm gut. In seinem Praktikum. Nein, Pater, was machst du? Geht mit, Zumindest den Check heute noch. Ach, come on. Dann müssen wir ein bisschen noch was verbessern zum nächsten Trials. Na, fick dich einmal. Was schon? Nee, die letzte Strecke kommt jetzt. Und dann war's das wieder für heute. Für heute, Leute. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wuhuhu! Oh nein, nicht so ein Gefeife. Oh nein! Oh ja, stimmt. Das, Das erinnert schon wieder an diese komische Football-Map da, oder was das war. Die war geil, Mann. War ich nicht der Einzige, der die geschafft hat am Ende? Nein, das war ich. Nee, ich hab die auch geschafft. Glaubst du? Ja. Oh ja, aber ich hab sie noch gekriegt. Solche Maps gibt's irgendwie zu selten, solche coolen, Mann. Wenn die Zuschauer ein paar coole, was war das denn? Ein paar coole Strecken kennen, die so ähnlich sind wie Ultimate Wipeout oder so. Gerne in die Kommentare. Weep. Weep out. Scheiße. Au. Wow. Ach was, das ist doch... Das ist nicht möglich. Hopp. Fuck. Nein. Fuck, Mann. Oh, das ist nicht meine Glanzleistung heute. Nicht so. Wer hat's geschafft? Pater, du Hure. Ich. Ja, Glanzleistung, ja. Chapeau. Oh, der nächste ist aber noch gemeiner. Oh. Bist du damit Vollgas vorgefahren, oder? Ah, fuck, Mann. Und Andi hat's auch geschafft? Jo. Jo. Ja, die Profis halt. Natürlich. Mann, zieh doch dein Bike nach hinten, Mann. Ah! Das ist aber jetzt echt mies hier. Man kann bestimmt auch unten lang fahren. Ja, eindeutig. Ja, Mann, man kann unten lang fahren. Dann. Unten lang. Unten lang? Also unter dem Reifen durch. Ja, aber du gehörst. Achso, dann da wieder hoch oder was? Ja. Shit. Lappenmodus activated. Ha! Man muss nur wissen wie. Nicht gegen diese Raketen. Ach komm, ey, wo er sich den Kopf anschlägt. Jetzt auch geschafft. Beide unten lang gefahren. Das ist nicht Sinn der Map. Das stimmt. Aber wenn man es kann, dann ist nicht unsere Schuld. Finde ich nicht in Ordnung. Das hätte der Map-Ersteller beachten müssen. Wahrscheinlich ist der andere Weg gar nicht möglich. Schon, gell? Er hat so gebaut, dass man unten lang fahren muss. Ja. Diese Stelle. Mann. Halt's Maul und er macht's mit
In einem Mal oder was? Halt zum Maul! Easy. Easy, sagt er. Was für eine Otze, Mann. Wow, mit dem Saldo! Oh, für die nice. Fans, Mann. Schön. Wow. Nein, was machst du? Dead Move. Tatsächlich ist es zu leicht. Wow. Andi, ich find's schön, dass du es trotzdem so weit geschafft hast, obwohl wir heute nur schwere Strecken gemacht haben. Ja, bin ich auch. Wird und immer ich habe sogar teilweise ins Ziel geschafft. Genau. Wird immer besser. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Paul hat das Spiel verlassen. Es gibt nichts zu sehen. Danke. Ciao. Tschüss.